Schieß, was geht? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber manchmal gehen wir Frauen so richtig auf den Piss. Sag mal, findest du mich eigentlich hübsch? Ja, gleich fertig. Wie findest du eigentlich meine Fingernägel? Versteht mich nicht falsch. Frauen sind etwas Wundervolles. Allerdings nutzen sie manchmal ihren weiblichen Charme für ihre Zwecke aus. Ein Beispiel. Eine Frau hat technische Probleme mit ihrem Laptop. Ich beobachte es häufig, dass Frauen in diesen Situationen Google, YouTube und Yahoo und alle möglichen Plattformen, von denen man irgendwie Informationen herbekommt, einfach vergessen und sich an die nächstmögliche männliche Person richten. Und ich meine jetzt nicht, ich habe ein Virus auf meinem Laptop. Ich meine eine Situation wie, ich möchte gerne Skype installieren und weiß nicht, wie das geht. Really? Der IQ der Frau wird in der Außendarstellung so ein klein wenig zurückgeschraubt, damit der Typ dann sagt, kein Problem, Puppe, ich mach dir das. Ich meine, es ist auch ein bisschen uns Männern geschuldet, dass wir so häufig darauf reinfallen. Ist so. An alle Typen da draußen, ne? Lasst euch nicht von der Frauenwelt um den Finger wickeln. Ich sag's, es sind richtig ausgefuchste Menschen, ne? Deshalb sage ich euch, ne, an jeden einzelnen... Ja, aber guck mal, ich wollte ne, Chatroulette machen, ne? Ja. Aber ich weiß irgendwie nicht, das klappt nicht so. Kannst du das vielleicht dann für mich einstellen? Ja, klar. Klar, Puppe. Ich regel das, ja, ich regel das. Okay. Danke. Echter Mann und so, ne? Ich kümmere mich um die Probleme. So, Chatroulette. Hat sie mich schon wieder verarscht? Motherfucker! Damn! Girl! Was auch richtig nervig ist, sind Situationen, wenn man draußen ist und essen möchte. Ich wollte was zu essen holen. Hast du Hunger? Ach nee, ich habe heute schon ein Knäckebrot gegessen. Ganz sicher? Ja, ja, das reicht schon. Danke, ja. Ja, die Sache ist nämlich, ich habe mir schon was zu essen geholt hier. Ach so. Das ist ganz cool. Was hast du denn? Ah ja, so ein Burger schon geholt. So, Geschmack, echter Geschmack. Und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich geil. Kann ich dann... Vielleicht mal abbeißen? Ich hab dich doch gerade gefragt! Damn! Ich hab Hunger! Damn! Ein weiterer Punkt, der ziemlich nervig ist: Frauen sind auf Männer attraktiv. Es ist so. Und als wäre das nicht schon genug, wird auch einfach mal das ein oder andere Kleidungsstück weggelassen mit der Intention, süß zu sein. Viele dieser Frauen beschweren sich dann. Da war so ein Typ in der Bar, der mich die ganze Zeit angestarrt. Ihr Männer seid alles Schweine. Ich will nicht sagen, dass es okay ist, Frauen anzustarren. Aber warum um alles in der Welt ziehst du dich dann so aufreißend an? Hä? Tell me! Hallo, warte mal. Ich kenne dich irgendwoher. Ich glaube, ich hab dein Gesicht schon mal gesehen im Wörterbuch. Direkt neben BAU! Hey! Ist jetzt eine Neuigkeit, dass du nicht nur auf Männer attraktiv wirkst, die du selber attraktiv findest? Mhm. Das Schlimmste ist aber, wenn Frauen anfangen rumzuzicken. Ganz ehrlich, manchmal gehen die mir so sehr auf den Sack, dass ich sie am liebsten schlagen möchte. Chills, ich würde niemals eine Frau schlagen. Wie, du bist nicht in der Küche? Okay, dieses eine Mal. Einmal ist kein Mal. Wo ist die Milch? Wie dem auch sei. Das hier ist die Jodie. Wir haben auch ein Video für ihren Kanal gemacht, und zwar Chatroulette haben wir da angeschaut. Wie war's? Super witzig. Könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Bestes Video ever. Ne? Ihr könnt ja auf das Gesicht klicken, weil da könnt ihr auf jeden Fall auf den Kanal kommen. Abonniert den natürlich, ne, kommentiert und teilt und geht auf Gefällt liken. Mir. Ganz wichtig. Ne? Dieses Video liken. Dadurch werden wir Millionäre. Alle Videos liken. Durch Liken werden wir auf YouTube Millionäre. Money. Ja, und ne, ich wollte nochmal sagen, also Frauen schlagen, wer Frauen schlägt, ist auf jeden Fall ein ziemlicher Lappen. Das ist nur ein Video hier, nur nochmal, um das klarzustellen, wer Frauen schlägt, ist absolut dumm. Und wer Männer schlägt auch. Und wer Männer schlägt. Wer allgemein Schwächere schlägt, das finde ich nicht cool. Das ist auch wer Stärkere schlägt, der ist richtig dumm, weil da kriegt er auf die Fresse. Wer Stärkere schlägt, der ist zwar dumm, aber mit dem habe ich kein Problem, ne? Weil wenn er auf die Fresse bekommen will, der kann auf die Fresse bekommen, ne? Aber wer, ne? Wer Schwächere schlägt, fuck you! Fuck you! Yeah! Oh! Du musst noch sagen, tschüss! In diesem Sinne... tschüss! Ich habe euch in diesem Video zur Abwechslung eine traurige Geschichte aus meinem Leben zu erzählen, die sich
kürzlich Ereignete.